Das ist Jan. Jan spielt schon lange mit dem Gedanken, Bürgermeister zu werden. Doch Jan weiß leider nicht so genau, wie das mit der Bürgermeisterwahl und dem ganzen Drumherum abläuft. Also Jan, hier ein kleiner Crashkurs. Die Altersgrenzen für einen hauptamtlichen Bürgermeister sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. In Niedersachsen muss der Anwärter zwischen 23 und 67 Jahre alt sein. Zunächst beschäftigen wir uns mit der Frage, wann wird überhaupt gewählt? Seit 2016 ist die Amtszeit der Bürgermeister schrittweise auf 5 Jahre reduziert und die Wahltermine synchronisiert, sodass die Bürgermeisterwahlen spätestens ab 2021 zusammen mit den Kommunalwahlen stattfinden. Doch wie funktioniert so eine Wahl? Ein Anwärter für den hauptamtlichen Platz als Bürgermeister wird in Niedersachsen von einer Einzelbewerbung oder durch eine Parteienwählergruppe nominiert. Bei der Bürgermeisterwahl hat jeder Wähler eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, also die absolute Mehrheit, findet am zweiten Sonntag nach der Wahl eine Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl statt. Jan hat es geschafft, er ist jetzt Bürgermeister. Nun fragt er sich, was er zu tun hat. Der Bürgermeister ist der Vorsitzende des Stadtrats und der Leiter der Stadtverwaltung. Er ist für die Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse verantwortlich. Er ist der gesetzliche Vertreter der Gemeinde. Er ist der Dienstvorgesetzte der Mitarbeiter der Gemeinde. Er ist für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben verantwortlich. Jetzt weiß Jan grob, was er als Bürgermeister zu tun hat und freut sich schon auf sein erstes Gehalt. Und das kann sich sehen lassen. Der Verdienst eines Bürgermeisters ist in den einzelnen Bundesländern ziemlich ähnlich, jedoch nicht in den einzelnen Städten. Hier wird das Gehalt in sogenannten Besoldungsgruppen aufgeteilt. Kurz gesagt, je mehr Einwohner die Gemeinde hat, desto mehr verdient ein Bürgermeister. Ein Beispiel? Nehmen wir die Stadt Oldenburg. Oldenburg hat ca. 166.000 Einwohner. Somit definiert sich die Besoldungsgruppe auf B8. Dies entspricht einem Bruttogehalt von ungefähr 10.000 Euro und ein paar Zerquetschten. Wenn ihr noch mehr zu verschiedensten Themen wissen oder Beiträge aus der Region sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao!